Hallo liebe Serienjunkies da draußen, wir sind's wieder mit dem Fear the Walking Dead Podcast. Ich bin Adam, euer Moderator, und mit mir im Studio ist heute nicht ganz das Team AAA, weil ein Teil des Team AAA noch im Urlaub ist, aber... Das Team AFA mit Axie. Axie ist da und... Felix, ich grüße euch. Hallo, wir besprechen heute, wie gewohnt, die neueste Episode von Fear the Walking Dead, Grotesk. Die 8. Folge der 2. Staffel, die ihr immer Montag schon auch bei Amazon sehen könnt, im englischen Original und der deutschen Synchronfassung. Das ist ein Service, der... Goddamn impressive. Genau. Gut ist. Das ist ein guter Service. Wir besprechen die 2. Staffelhälfte in diesem Podcast mit episodenbegleitenden Podcasts. Ja. Und bring nochmal einen Podcast unter diesen Podcast, Satz. Podcast, Podcast. Gabbo, Gabbo, Gabbo. Ja, in dieser Episode haben wir eine Nick-zentrische Episode und das gefällt, glaube ich, den meisten, wie ich den Kommentaren unter meiner Review auch entnommen habe, die teilweise schrieben, das ist die beste Fear the Walking Dead Folge, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es war auf jeden Fall, so viel sei, glaube ich, schon mal verraten, eine ziemlich solide und gut unterhaltsame Folge. 3 Stars. Ja, das hätte man irgendwie nicht so erwartet, aber Nick hat sich ja so ein bisschen zum Geheimfavoriten entwickelt. Mhm. Zumindest unter, also bei den jüngeren Charakteren auf jeden Fall. Also ja. Stell dir mal eine Chris-zentrische Episode vor. Oh Gott, I want to see that. Facepalm Central. Make it happen, baby. Ach, vielleicht nächste Woche, wer weiß. Oder übernächste Nein. Woche. Muss ja, glaube ich. Aber kurze Frage Nein. vorweg. Nein, kurze Frage vorweg. Wie war denn eigentlich, waren eure Erwartungen gewesen jetzt an die 2. Staffelhälfte? Weil ich habe es gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt, dass es jetzt... dem es weitergeht. Also ich bin ja sowieso nicht so emotional drin bei Fear the Walking Dead und ich dachte so, ach ja, stimmt, es kommt jetzt ja auch wieder. Und deswegen, ich möchte sagen, dass es mir gleichgültig war, aber schon. Ich fand ja die letzte Staffelhälfte, vor allem am Ende, relativ spannend und da gab es einige sehr gute Ideen, fand ich. Und dann hatten wir Figuren wie Flores und diese ganze Mexiko-Geschichte mit der guten, wie hieß sie noch gleich? Celia, glaube ich, hieß sie genau. Mhm. Das fand ich ja ziemlich interessant und jetzt geht's interessant weiter mit Nick. Was meinst du, Axie? Ja, ich war ja überrascht von dem Anfang von der 2. Staffel, dass es auf dem Boot so gut funktioniert hat. Stimmt. Das fand ich alles irgendwie ganz, ganz ordentlich. Ich meine, ich habe mal am Ende der 1. Staffel irgendwie gemeint, bitte nicht auf dem Boot. Wir müssen alle Boote dieser Welt zerstören. Ja. Das kann doch nicht gut gehen. Aber ja, so ein bisschen hat es, glaube ich, abgenommen mit dem am Land, an Land gehen, mit dem Landgang. Und dann war alles ein bisschen gehetzt am Ende von der 1. Hälfte der 2. Staffel. Ja, aber jetzt hat es wieder ganz ordentlich angefangen, um das ja schon mal vorwegzunehmen, mit ein paar kleinen Ausnahmen, zu denen wir bestimmt später kommen werden. Ich finde es ein bisschen mutig, dass sie direkt mit so einer Folge jetzt einsteigen, weil das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, sie machen gleich Actionreichweite, aber es war ja jetzt so ein bisschen eher so Man on a Mission oder Man Alone in the Wild und so ein bisschen Höhlenmensch auch. Teilweise der schlimmste Tag des Nick. Das poor guy. Ja, wirklich. Baseballschläger, Hunde, alles dabei. Giftige aber Kakteen. Regen. Rain brings him back to Eigenurin schmeckt auch nicht so gut, wie alle mal gesagt haben. Der Regen reinigt seine Kleidung. Ja, vor allem, weil es gab ja auch ein paar Cliffhanger. Also wir wissen ja über mehrere Schicksale nicht Bescheid. Ja. Ich glaube, wie heißt der Belly-Bumping Ruben Blades? Daniel, ja. Und dann war Hector. Hector, ein guter alter Hector. Wird er jemals wieder auf seinen eigenen Bauch schlagen? Wir wissen es nicht. Das und Previously On hat es ja so aussehen lassen, als wäre da schon einiges explodiert. Also bei Hector bin ich mir, oh Gott, Nein. jetzt weiß ich schon wieder, bei Daniel bin ich mir nicht so sicher, ob wir nochmal wieder Salazar. Keine Leiche, kein Tod, Adam. Ja, aber so ein Flammeninferno musst du halt auch erstmal überleben. Keine aber Leiche, wir wissen ja von Tod. The Walking Dead immer, ein Mülleimer kann sich ja immer irgendwo zwischenschieben. Also. Wahrscheinlich hätte sich ein Mülleimer schützend vor das Flammeninferno geworfen oder so. Ja. Und Chris und Travis sind auch gespalten vom Rest der Gruppe und auf sich alleine gestellt, weil Chris ja relativ am Ausrasten ist und sich irgendwie nicht mehr richtig im Griff hat. Genau, er wollte seinen eigenen Vater töten, mehrfach sogar. Ging so. Und er hat immer gefragt, ob man mad at ihm sei. Are you mad at me? Und dann ist dann noch die andere Gruppe bestehend aus Strand, Alicia und Madison, die dann noch da rumwerkelt und sich und eine die neue Tochter von sucht. Daniel, die ist doch bestimmt auch dabei, Ophelia, oder? Ah ja, stimmt, Ophelia ist da auch noch. Her name again. Der unnötigste Charakter im ganzen Ding. Ja, da habe ich so ein Interview gelesen, dass Ophelia jetzt vielleicht so eine
Wandlung machen könnte wie eine Figur aus The Walking Dead. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob das wirklich so sein wird. Oh, Carol. Breakout-Performance bei Mercedes Mason. Make it happen, guys. Ja, aber wir folgen jetzt in dieser Folge erstmal tatsächlich die ganze Zeit über nur Nick. Und das ist gut so, wie ich finde. Wir sehen ihn bei so einer Frau. Und wer war die Frau nochmal, Felix, deiner Meinung nach? Das war die Chef-Housekeeperin, wenn man das so nennen kann, glaube ich, die halt die Zügel in der Hand hatte, direkt Celia war ihr Name, unterstellt, die halt auch die Waffen abgenommen hat, glaube ich, als sie auf diese Hacienda wollten. Der Name ist mir leider entfallen. Alma? Hieß sie clean. Alma? You clean. No, 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 no. Mama, can I have cookies? Slightly racist. Willkommen hier, 10 Minuten. Entschuldigung. 10 Minuten im Zen-Junkies Podcast zu Fear the Walking Dead. Es geht nach Mexiko. Ich war am Samstagabend bei Louis C.K. und er hat einen racist Joke nach dem anderen rausgelassen. Das hat ein bisschen abgefärbt. Somit also, vergleichst du dich jetzt mit Louis C.K., habe ich es richtig verstanden. Der wahnwitzige Comedy, Axel Schmidt. Meine Comedy ist auf einem ähnlichen Level. Ja, und sie ist halt irgendwie in so einem Häuschen oder so, wo auch Nick sich einfindet. Das heißt, wo er wach wird, ne? Ja. Und ja, es ist anscheinend unmittelbar, nachdem das ganze Ding da in die Luft geflogen ist, die Hacienda von Celia. Und die gute Frau sucht halt oder möchte nach ihrem Gatten beziehungsweise dem Vater des kleinen Juan suchen. Der ist, den Exi und ich direkt als Best Dude klassifiziert haben. Der kleine, pummelige Junge mit dem Fußball, der keine einzige Dialogzeile bekommt. Mega viel Spaß hat mit seinem Vater. Yo soy Juan. Aber er ist einfach lebensfroh und freut sich, dass er in der Zombie-Apokalypse noch einen Fußball hat. Sitzt auf dem Auto, lässt die Beine baumeln, guckt ein bisschen in die Sonne. Fehlt noch, dass er an so einem Eis schlägt und irgendwie so alles so Propellermütze auf hat. Also wir wollen das One-Spin-Off bitte, wenn das geht. Ja, ich fand es ein bisschen weird, dass sie ihn so alleine lässt draußen und nicht auf ihn aufpasst. Er ist immer so im Hintergrund rumdatteln. Ja, so gefehlt, dass sie halt vorne sich unterhalten. Im Hintergrund siehst du, wie er von Zombies verfolgt wird. Immer so von rechts nach links aus dem Wildrand raus. Ja, und dann sind da so zwei Leichen noch bei ihnen im Haus, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, warum sie die einfach so rumliegen lassen. Also ja, anscheinend waren die ja auch so hirntot, wenn sie vielleicht nicht das Risiko eingegangen, oder? Also die hätten sich nicht mehr auch erheben können, vermute ich einfach mal. Aber hat man das gesehen? Weiß ich eben nicht, aber es wäre sonst sehr dumm gewesen, einfach so neben denen zu sitzen und so, na und, was macht Juan so? Och, der hat gerade seinen Ball aufgepumpt, denen geht's gut. Das wäre halt dann ein bisschen eigenartig. Ja, und die Verabschiedung ist ja auch ein bisschen, wie soll man es nennen? Sie küsst ihn auf die Stirn. Ja, das war alles ein bisschen komisch. Also diese ganze Beziehung hatten wir ja alles noch gar nicht. Nee. Und jetzt auf einmal sind sie so, also nicht wirklich vertraut, aber schon so auf dem Wege dazu, vertraut zu werden miteinander. Und sie diskutieren ja auch darüber, ob sie zusammen oder alleine irgendwie losziehen sollen. Und das ist halt ein bisschen weird, weil wir davor, glaube ich, noch keine einzige Interaktion zwischen den beiden hatten. Und jetzt auf einmal, ich habe halt gedacht, dann kommt noch mal irgendwas. Also da kommt jetzt vielleicht nochmal sogar eine Rückblende oder so, obwohl ich das jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Ja, ich dachte tatsächlich auch, dass eine Rückblende kommt und dass dann so die Abenteuer von den beiden irgendwie erzählt werden. Genau, ich dachte halt, das wäre halt so eine Art Flash-Forward und dann, wie es ja sehr beliebt ist heutzutage im Fernsehgeschäft und dann kommt nochmal so im Laufe der Episode die Erklärung, das war dann einfach so, ja, wir trennen uns jetzt, Küsschen auf die Stirn und ciao. Hier hast du noch Wasser und einen Rucksack. Ja, komplett ausgestattet wird er auch, ja. Und, aber war im Rucksack war noch Essen drin? Weil anscheinend, ja. Ein Äpfelchen. Ein Apfel hat er gerne vorher. Mindestens ein Apfel, ja. Ja, weil er danach gesehen wird, beziehungsweise gezeigt wird, dass er halt sein Wasser immer ordentlich trinkt, aber irgendwie die Nahrung, gut, den Apfel sehen wir auch, aber mehr war da jetzt, glaube ich, auch nicht drin, oder? Ja. Er versucht halt händeringend da irgendwie Nahrung aufzutreiben, aber das ist jetzt nicht so einfach. Später vergeht er sich ja dann auch an den Hunden. Ja, stimmt. Also den Innereien von den Hunden, was ich auch. Aber diesen Szenen mit, wirklich der Name der Figur von dieser Bediensteten. Nobody knows. Nobody knows. Stirnkussfrau. Nennen wir sie Consuela. Mother of Juan. MOJ. Und bei ihr hat man ja auch gemerkt, dass sie schon diesen Wegen oder diesen Ideen von Celia komplett gefolgt ist, oder? Diese wie mit den Toten umgegangen werden muss. Weil sie wollte ja am liebsten schon auch wieder Richtung Norden ziehen. Sie hatte irgendwas gesagt, wo auch andere mit den Toten so komisch umgehen, wo halt Nick dann hin will. Mhm. Aber sie kann es halt nicht tun, weil sie halt noch Juan zu seinem Vater bringen muss, oder? Das ist vielleicht ein berühmter Fußballspieler in Mexiko. Wirklich, ja. Deswegen ist seine Liebe für den Ball so stark. Das sieht man am Talent von Juan eindeutig, was dadurch seine Gene. Ach, Juan. Naja. Ja, ob wir sie jemals wiedersehen werden? Also ich denke schon, sonst hätten wir die Szene eigentlich auch gar nicht gebraucht. Ne? Also es hat sich, glaube ich, kein einziger Zuschauer gefragt, was ist eigentlich mit Consuela los? Ja, vielleicht war sie wirklich nur da, um zu zeigen, hey Nick, da kriegt er noch was zu essen, was zu trinken und jetzt kann er losziehen. Ja. Mhm.
Und dann schweift er ab. Dann streift er halt durch die Gegend und wir sehen so wirklich schöne Landschaftsbilder auch in dieser Folge. Einen guten Soundtrack mit coolen Songs, die mich nicht genervt haben, sondern die tatsächlich passend in das... Es war nur ein Song, oder? Ich glaube, es waren zwei. Am Ende war noch einer. Ja. Da möchte ich gleich mal reingrätschen, denn ich hatte sofort so ein Callback und zwar an das Videospiel Red Dead Redemption. Mhm. Da gibt es ja eine Szene, da reitet man irgendwann rüber nach Mexiko. Und das passt ja ganz perfekt auch in der Folge, wo es ja für Nick auch Richtung Tijuana, Mexiko geht. Ja. Und, das heißt, das Schild hieß, dass 100 Kilometer oder 100 Meilen bis Tijuana sind, oder? Ja, später gibt es noch 1,40, glaube ich. 100 Meter. Ja, Kilometer. Thank God, nur noch 100 Meter. Na, auf jeden Fall lief dann dieses Musikstück von José González, How Low. Und ich dachte, das kommt ja extrem bekannt vor. Und habe ich gleich nachgeguckt, ob es das gleiche Lied ist wie in Red Dead Redemption. Ist es nicht. Aber das Lied in Red Dead Redemption, als es nach Mexiko geht, Far Away, ist von José González. Und es hört sich fast genauso an. Und da dachte ich, guck an, ist vielleicht eine bewusste Entscheidung gewesen, weil dieser Überweg oder dieser Weg rüber nach Mexiko oder zu dieser Musik, fand ich schon irgendwie eine ganz nette Anspielung. Weil sich alle mexikanische Gitarrenmusik gleich anhört, will Felix damit sagen. Eben, und jetzt bin ich der Rassist. Wann gibt es eigentlich Red Dead Redemption 2? Wann gibt es dieses Spiel? Ich will das jetzt. Okay, das war auch mein kleiner, das war alles, was ich dazu sagen wollte. Und dann ist er halt auch, entdeckt er demnächst, also kurz danach, einen Autowrack und er hört so ein Klopfen und wir haben hier auch so ein bisschen die Verbindung, ist es jetzt wirklich ein Klopfen oder ist es der Deckenventilator und dann sehen wir oder blenden wir über zu einem Flashback. Und wir haben in dieser Episode tatsächlich Flashbacks in die Zeit vor dem Segenstart und als Nick gerade noch in der Clean-Phase war. Ich muss aber ganz kurz nochmal zu dieser Montage, als er da durchläuft, mit dieser Musik was sagen. Ich fand, das sah schon ganz cool aus, aber wie so oft bei Fear the Walking Dead ist immer mein Eindruck, sie kratzen so ein bisschen an sehr prätentiösen Einstellungen, was sich so ein bisschen, das fast übertreiben. Mit diesen, wie das zusammengeschnitten ist und dann, dass halt dann das Bild ineinander übergeht und dann hast du das alles. Ist ein bisschen zu kunstvoll. Ich fand es aber okay, es war schon mal schlimmer. Aber man merkt immer so, sie haben irgendwie ganz große Pläne, so visuell und auch akustisch irgendwie, das irgendwie umzusetzen. Und das klappt hier überraschenderweise recht gut, aber gelegentlich erwische ich mich da, wie ich denke, so ein bisschen mit den Augenroller. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine persönliche Sache. War bei mir gar nicht so. Ich habe mich sogar ein bisschen an Breaking Bad erinnert gefühlt, wobei Breaking Bad das natürlich noch eine Stufe besser gemacht hat. Aber wir haben es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, Regisseur von der Episode war Daniel Sackheim, der sich ja auch schon einige Sporen verdient hat im Fernsehen. Was hat er gemacht? The Americans in Game of Thrones, um das nochmal zu wiederholen. für die Leute da draußen. Ja, aber mir hat es schon gut gefallen. Es wäre schön gewesen, so ein paar vielleicht ruhigere Einstellungen, da würde ich dir recht geben, dass sie ein bisschen zu viel probiert haben vielleicht. Aber trotzdem ist die Wüste natürlich immer so ein echt ein guter Ort, um visuell beeindruckend zu arbeiten. Ja. Flashback. Wir sehen, dass Nick halt den Zombie aus der allerersten Episode schon vorher kannte. Sie heißt Gloria, wie ich vorhin nochmal gelesen habe. Gloria! Und die beiden sprechen auch über einen möglichen Reha-Aufenthalt von Nick zum Beispiel. Er kann sich ihr anvertrauen. Also das da möglichen Ace hier in der Reha. Ja, gut. Ja. Man sieht ihn halt an, dass er in der Phase seines Lebens ist, wo er besser dran ist. Und das sehen wir ja in den Flashbacks dann auch, dass es nicht immer so ist, weil es gewisse Ereignisse gibt, die dazu führen, dass er wieder einen Rückfall hat. Daddy Issues. Genau, sie sind zusammen in der Reha auch, oder? Oder ja. So, genau. Rehab. Und er kann sich ja halt mit allem möglichen Zeugs anvertrauen, wie wir dann auch in einem späteren Flashback sehen, dass er halt mit ihr über den Vater redet und dass er eigentlich gerne eine tiefere Beziehung zu seinem Vater auch hätte. Aber der kommt halt von der Arbeit und es scheint halt, dass er ihm zuhört, aber irgendwie ist er dann doch abwesend und fertig vom Stress der Arbeit. Die Idee fand ich gut, dass sie das gemacht haben, auch so ein bisschen auf die psychologische Ebene zu switchen und dem Charakter natürlich ein bisschen mehr Tiefe zu geben dadurch. Das Problem für mich war so ein bisschen die Umsetzung, weil es ein bisschen schnell ging mit diesem, ich habe keine Probleme, ist alles easy, ich will meinen Vater nicht in die Scheiße reiten und so. Und dann so eine Minute später ist er Tränen erstickt und erzählt halt darüber, dass sein Vater nicht Zeit hat. Ob dazwischen irgendwie Zeit vergangen ist, aber ich glaube, sie haben die gleichen Klamotten an, von daher ist es dann doch so ein schneller... Gleiches, ja, ne? Also ja. Von daher...
Und ja, ich bin halt bei Frank Delane noch nicht so hundertprozentig, noch nicht so hundertprozentig überzeugt von seinen Acting-Skills, muss ich sagen. Also ich fand jetzt in der Episode waren zweimal so Szenen, wo er Trauer spielen soll. Redest du bei der zweiten Szene davon, wo Madison ihn besucht und ihm erzählt, dass der Vater gestorben ist? Ja, da war ich mir auch ein bisschen... Ein paar Sachen waren wirklich etwas fishy. Ja. Und ja, das ist halt schon... Also ich glaube, er war auch so ein bisschen im Fokus der Kritik, als die Serie gestartet hat und hat sich meiner Meinung nach gebessert, weil er vielleicht auch besseres Material bekommen hat, aber so eine ganze Episode nur an ihm aufzubauen, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung für ihn, der nicht immer gewachsen war. Ich würde sagen, jetzt ein Großteil der Episode war dem gewachsen, aber jetzt, wo es wirklich darum ging, so spezifische Emotionen zu spielen, war es ein bisschen dünn, fand ich. Ich finde auch, dass, glaube ich, der Charakter an sich dann noch davon profitiert hat, dass er einfach ein bisschen mehr, dass wir mehr Infos bekommen haben. Dadurch konnte man das so ein bisschen, glaube ich, ausblenden, dass halt vielleicht Frank Delane nicht immer direkt auf den Punkt das abgeliefert hat, was er abliefern sollte. Da war ich ganz froh, dass wir mal ein bisschen mehr über ihn erfahren und dass er vielleicht auch mal ein bisschen Raum bekommt, das zu zeigen. Also, dass die Figur sich uns mehr erschließt. Weil das war ja so ein Problem auch generell vorher bei vielen jungen Charakteren, die halt oft sehr oberflächlich rüberkamen und wenn sie halt dann mal rüberkommen sollten, nicht gut gezeichnet waren oder sehr unverständlich Sachen getan haben, die man eigentlich nicht tun sollte in so einer Situation, in so einer Extremsituation. Wobei es hier auch wirklich ein paar Szenen gibt, wo ich denke, Junge, ganz ehrlich, irgendwas, also da sind wir vielleicht wieder mal zu altklug da, das können wir uns auch gerne anhören lassen, diesen Vorwurf, aber manche Sachen, die machst du einfach nicht in der Situation. Da kommen wir bestimmt gleich. Ich würde kurz sagen, wir arbeiten uns mal an den Flashbacks noch ab, um die dann abzuschließen. Mhm. Ich fand an der einen Flashback-Szene, wo ihm gesagt wird, beziehungsweise wo er dann auf Madison trifft, die ihm sagt, dass der Vater gestorben ist, merkwürdig, beziehungsweise ein sehr glücklicher Zufall, dass sie ihn gehört hat, wie er dann so ausrastet. Und dann war es so eine Glasscheibe, durch die Gloria durchgucken konnte und ihn beobachten konnte. Das fand ich dann doch irgendwie so einen sehr, sehr, sehr glücklichen Zufall. Also es ist vielleicht so ein wirklich kleines Detail, wo ich mich jetzt auch nur irgendwie dran stoße. Aber irgendwie, was war das Problem jetzt? Na, dass es so eine Glasscheibe gab und dass die dann irgendwie nicht so Privatsphäre hatten, sondern sie tatsächlich alles sehen konnte durch diese komische Glasscheibe. Also es war aber was ist das Problem daran, dass sie alles sieht? Verstehe ich nicht. Naja, es hätte ja auch eine Tür, eine ganz normale Tür sein können, aber man hat dann halt so durchgeschossen und dann sah man Gloria. Also das ist wirklich Adi, das ist so geil, an welchen Details du dich immer aufhängst. Ist fast Hannah-esque, was ich hier mache. Das Glas war das Problem. Das Glas! Das war zu durchsichtig. Wir brauchen Milchglas. Ja, und wie du schon angemerkt hast, da hat er wirklich ein bisschen... Ja gut, wie würde man da reagieren, wenn man mitbekommt, dass sein Vater gestorben ist? Ich fand, wie Madison die Botschaft überbracht hat, fand ich auch ein bisschen komisch. Ja, stimmt. Ich weiß, klar, das ist eine, wenn man das jetzt auf die echte Welt anwendet, so ein Fall, dann ist das wahnsinnig schwer und auch sehr, das ist ein sehr tragischer Augenblick. Aber ich fand das irgendwie so vielleicht zu trocken, aber sie war ja, hat ja doch schon auch gezeigt, wie schwer es ihr fällt, ihm das jetzt zu sagen. Mhm. Aber irgendwas hat auch für mich nicht ganz gepasst, irgendwie bei dieser ganzen Szene. Ja, ist schwierig. Sie hat so ein bisschen sich bitten lassen, mit der Wahrheit rauszurücken. Sie wirkte tatsächlich so wie ihr Beruf, wie so ein Counselor, der, also nicht, dass irgendwie eine mütterliche Bindung rüberkommt. Ja. Vielleicht war es auch natürlich beabsichtigt, weil es war ja immer so ein Thema gewesen, dass halt Nick und sie nicht die beste Beziehung miteinander haben, zwischen Sohn und Mutter. Und das wirkte halt so ein bisschen sehr distanziert. Ob jetzt gewollt oder nicht. Als wäre sie wirklich die Schuldirektorin, die gerade eine schlechte Nachricht für dich hat, weil irgendwas passiert ist. Ja. Naja. Aber das führt halt dann später auch dazu, wie wir dann im weiteren Teil des Flashbacks sehen, dass Nick tatsächlich wieder in den Drogensumpf abgleitet und wir ihn sehen, wie er am Anfang der Serie ist. Nämlich wie er sich einen Schuss vorbereitet und dann zusammen mit Gloria nimmt. Und wahrscheinlich stirbt dann Gloria an dieser Überdosis und wandelt sich zum Zombie. Ne? That could be. So könnte es sein, ja. Ja, dann gehen wir mal wieder rüber in die Gegenwartshandlung und da entdeckt ja Nick, oder wo sind wir denn? Ach, ich habe mir noch aufgeschrieben zur visuellen Umsetzung eine Rick-Referenz. Ja, war doch auch die Landstraße da, beziehungsweise der Highway, ja, habe ich mir auch gedacht. Dann wir werden jetzt bei den Autos, die er findet. Genau, die Autos, die er findet, weil, ist es schon tatsächlich da? Ja, da ist diese mit den Hunden kommt er später. Es kommen erst noch diese Autos, ach, die Autos, wo auch die drei Dudes kommen. Ach, wo er das Funkgerät Jeep rauskommt. Genau, oder dieses Radio ist es doch gewesen, oder? Das war so ein, oder Radio. Ja. Aber ist nicht vor dieser Szene noch das mit der leeren, nee doch nicht.
oder? mit der leeren Behausung, wo er schläft und dann mit dem Baseballschläger verschwächt wird. Ja, stimmt, das vorher, genau richtig. Okay, gut. Ja, ja. Da machte er sich halt gemütlich, hat noch ein bisschen sein Wasser gezogen und dann kommt er zu den Autos an, wo er diese Zombie-Frau findet. Ja. Was gut war mit seinem Wasser, dass er immer nur kleine Schlücke genommen hat. Ja. Das Geheimnis ist es, immer nur kleine Schlücke. Aber ich fand trotzdem, dass er sich das komisch eingeteilt hat. Also ich weiß nicht, ob er da eine Strategie hatte oder nicht. Aber er hat ja schon so einen wissenden Blick quasi auf das Wasser und immer nur so einen Schluck. Ja. Und er musste das Wasser ja dann zurücklassen, weil die Baseballfrau... Ja, pass auf, jetzt geht's schon los. Also, da hätte er sich mal ein bisschen wehren können, der junge Mann. Ja, wirklich. Also das zum einen fand ich ein bisschen überraschend, dass er sich so schnell vertreiben lässt, weil seine ganzen Vorräte sind da. Und er weiß doch, wenn er in der Wüste unterwegs ist, dann wird er keine paar Stunden ohne Wasser zurechtkommen. Mit Nahrung geht's ja noch ein bisschen. Aber Wasser ist halt wirklich essentiell und da streicht halt so schnell die Segel, da war ich wirklich etwas überrascht. Auch im Vorfeld, als er dann halt sich diesen Unterschlupf sucht, ich finde es schon, man merkt, dass er halt rumguckt, ist da irgendwas und so, könnte irgendwas kommen. Er machte sich natürlich ein Feuer, weil und das er hat er ja auch schon mal schlauer gemacht, als er da geschwommen ist und dann in diesem Zeltlager war. Ja. Hat er mit der Wasserflasche so abgeklopft und so und geschaut, ob da Zombies sind und so. Und mit dem Feuer ist auch eigentlich sinnig, weil in der Wüste wird es relativ kalt, wenn die Sonne untergeht und das ist wichtig, dass er sich halt wärmen kann. Das Problem ist aber ganz klar, das ist halt ein Blickfang, so eine Lichtquelle, die halt in der Dunkelheit auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregt. Und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass er vielleicht ein bisschen findiger ist, ein bisschen MacGyver-esker und was, keine Ahnung, so vielleicht irgendwo eine Schnur spannt oder irgendwelche Glasscherben oder so verteilt, dass er halt wirklich akustisch hört, wenn sich jemand ihm nähert. Weil wenn du allein unterwegs bist in so einer Situation, klar, du denkst, okay, einöde, hier kann doch nichts sein. Trotzdem, du bist, wenn du dann schläfst, komplett angreifbar. Und da hätte ich mir ich hätte es, glaube ich, anders gemacht. Aber weiß nicht. Das werden wir dann sehen, wenn bei uns die Zombie-Apokalypse ich habe nur Glasscherben um mich herum. Kommt doch. Ach, er hält schon an seinem Schreibtisch. Ich trete da immer rein. Und die brennende Mülltonne neben seinem Arbeitsplatz nervt mich auch. Ah, ganz viele kleine Schnüre. Ja, so Selbstschussanlagen. Und die Uringläser auf dem Tisch. Nicht zu vergessen. Ja, da war ich halt so ein bisschen. Und dann kam halt die Szene mit dieser Baseball-schwingenden Mutter mit ihrem Kind oder mit ihrer Tochter. Ja, da habe ich mich dann auch gefragt, so, ja, okay, das ist jetzt die Erklärung dafür, dass er sein Wasser liegen lässt, aber ist das eine Figur, die wir vielleicht nochmal sehen oder ist es einfach irgendeine Mutter, die den jetzt einfach verprügelt, weil er in ihrem Haus wohnt oder keine Ahnung? Oder vielleicht dachte der gute Nick auch, okay, die hat jetzt vielleicht nichts, die... der lasse ich mal meine Wasserreste über. Nee, so sah er nicht aus. Der war, wenn er war komplett verstrahlt, weil er gerade erst aufgewacht ist und deswegen war er irgendwie gar nicht mehr auf der Höhe. Aber dann trotzdem, nachdem er den ersten Schlag bekommen hat, dachte ich, entweder bleibst du jetzt liegen, dann steht er wieder auf und dann läuft er einfach weg. Ja gut, sie ist ja auf ihn zugegangen. Also du, ich glaube, liegen bleiben wäre jetzt nicht so die beste Option gewesen, aber er hätte ja einfach, ich meine, er kann sie ja ich meine, bewusstlos, dass er wirklich ausgenockt wird, dachte also, ich, dass das passiert. Du kannst ja, wenn jetzt irgendwie jemand, der schwächer ist als du, mit einem Baseballschläger auf dich eindrischt, dann kannst du dich ja schon dagegen wehren. Du kannst ja schon versuchen. Hat er auch einen Kommentator unter der Review geschrieben. Du kannst ihn ja so einklemmen. Du versuchst, den Schläger halt abzunehmen. Einmal, ja, genau. Und halt irgendwie versuchen, dann das Wasser zu holen und abzuhauen oder was auch immer. Das ist ein bisschen widersprüchlich, finde ich, in der Folge, weil er teilweise ganz gute Ideen hat, mit dem Wasser zum Beispiel das einzuteilen und später noch mit den Kakteen, auch wenn sich das nicht als besonders kluge Idee herausstellt, aber er versucht. Da müssen wir noch detaillierter drüber reden. Ja. Und, aber dann wieder zeigt er halt solche kleinen Fehler, die eigentlich leicht zu vermeiden. Und ich meine, bei dieser Situation ist es auch merkwürdig, dass er so schnell klein beigibt. Er hätte ja auch das Haus nochmal beobachten können, wenn die irgendwie schlafen, dass er sich wenigstens sein Wasser irgendwie zurückholt. Ja, oder holt er sich den Baseballschläger und dritten Spieß auch. Wieder zurückgehen oder so. Wo will er denn hin? Will er dann ohne Versorgung dann einfach in die Wüste rausmarschieren? Dann geht er halt einfach auch wirklich quer durch die Wüste so. Also, ja, weiß nicht. Bisschen schlechter Plan. Ja, aber dann kommt er ja auf die Autobahn und zockt sich so ein bisschen Wasserreste, die er bis zum letzten Tropfen ausschlürft. Das war ja dann relativ smart. Und dann hat er das Radio und das guckt, war wiederum nicht so smart. Hat das Radio und guckt, ob da irgendwas gesendet wird, aber ist halt nix. Und das wird ihm halt auch später zum Verhängnis, wo dann dieses Trio mit den Pistolen und Tres Amigos kommen. Die weirden, die den armen Opi, der da irgendwie im Auto sitzt und noch irgendwie die ganze Situation aussitzen wollte, dann auch eiskalt irgendwie abstechen. Ja. Was hat der Opi hierhin getan? Vielleicht war das ja Juans Vater. Das war auch wieder so ein bisschen dieses Walking Dead-Ding, dass du halt diese einseitig gezeichneten Bösewichte hast. Der war einfach nur evil. Mehr war das nicht. Ja, wir töten jetzt diesen Opi und lachen darüber. So, ja, really, guys? Also,
also keine Ahnung, dann lasst es einfach weg und lasst sie einfach nur so irgendwie feindselig sein, aber sie müssen noch nicht gleich sich dran erfreuen. Sie können ja pragmatisch böse sein, weil ja, das genau. ist halt logisch, ist okay, wir können dich jetzt nicht, dir nicht helfen, weil du stirbst eh gleich, deswegen erlösen ja. wir dich eher. Da muss er nicht bei noch lachen, aber es soll ja, ja anscheinend so gezeichnet sein, dass es halt böse ist. Und wir müssen ja nur überlegen, wo der eine, der später fliehen kann, wo der zugehört, ob der zu denen, ne, die später auftreten, ja. zugehört ja. oder nicht. Dieses Radio, was er aufsammelt, vergeht dann auch so seine Position und er muss weglaufen und wird schon mal ein bisschen beschossen. Ja, und das habe ich mir aufgeschrieben, Sounddesign der Schüsse, die ich super weird fand. Also, dass ich super weird fand, das hat sich für mich nicht angehört wie eine richtige Popfolie. Schüsse. Ja, irgendwie so, als würde so ein Foley-Artist mit so einem Popfolie. Blub, 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 blub. Piu, piu, piu. Ja, genau so hat sich das angehört. Piu, piu, piu. Do a better job, Sound. Ja, wirklich. Ich habe mir aufgeschrieben, als er so wegrennt und wir sehen, glaube ich, so fast so eine, nicht so eine Ego-Perspektive, sondern so eine Front-Perspektive. Das ist gleich, was kommt. Wie er läuft. Nee, da habe ich mir aufgeschrieben, Hanna würde sich jetzt über seinen Laufstil lustig machen, weil er irgendwie da im letzten Atemzug so ganz, ganz merkwürdig läuft, bis er dann anhält und sich in Sicherheit wiegt. Und dann kommt er schon zum Kakteenfeld, fast meine Lieblingsszene, glaube ich. Ja, er hat sich ja tatsächlich dann, das war ja dann, er hat sich ja verlaufen im Endeffekt. Er ist ja wieder weg von der Straße und weiß eigentlich nicht mehr wirklich, wo er war, weil er in der Panik weggelaufen ist. Ja. Und dann läuft er halt da querfett ein und ja, dann braucht er irgendwas zu trinken. Aber also die Dudes haben auch relativ schnell aufgegeben. Ja, ne? Aber vielleicht haben sie auch, vielleicht mussten sie von den Kakteen, die da Comic- oder cartoonhaft-esk dastehen, wo ja, man nicht reintreten sollte. Mit Schuhen kannst du doch in Kakteen reintreten. Nein. Nein, das geht nicht. Sich dadurch. Das geht sportlich dadurch. Und er versucht dann halt köstliches Kakteenwasser da rauszuziehen und die köstliche grüne Pampe der Kakteen. Das leider nicht funktioniert. Liebe Biologen. Ich habe recherchiert. Ich ah, ja, auch. Okay, gut. Ach so. Dann sagt erstmal ihr. Bitte. Und dann können wir noch Biologen zur Hilfe holen. Ich lese uns einfach mal vor, was ich hier gefunden habe. Kakteenforscher meinst du? Also Tipps für Wasser in der Wüste und so. Ne? Man soll auch irgendwie immer ein Fernglas dabei haben, um solche Wasserstellen finden zu können und auf Anhöhen gehen und so. Und da kann man das besser finden. Aber Rehe Kakteen, vermeide es, nur Wasser von Kakteen zu trinken. Manche Kakteen sind giftig. Somit verstärken Kakteen das Risiko für deinen Körper auszutrocknen. Wenn du den Kaktus aufschneidest und die Flüssigkeit in seinem Inneren ist milchig, ist er wahrscheinlich giftig. Finde heraus, welche Pflanzen essbar sind. Hüte dich vor Igel- oder Kugelkakteen, denn sie sind meistens giftig. Es ist verlockend, die Flüssigkeit im Inneren dieser Kakteen zu trinken, aber die Gefahr besteht, dass du danach brechen musst und Magenkrämpfe bekommst. Was passiert? Er muss Come brechen on, und hat oder? Wahrscheinlich auch Magenkrämpfe. Erbrechen führt zu Dehydrierung. Ja, so einfach ist das. Ja. No. Aber ich fand es trotzdem sehr unterhaltsam, dass er halt alles Mögliche da versucht und austariert und danach ist er halt so nah am Dehydrieren, dass er was quasi auch, Eigenurin was, probiert. Was auch dumm ist, weil wenn du keine Flüssigkeit in deinem Körper hast, dann ist es im Endeffekt auch nur noch Giftstoffe und Salze, die du in deinem Urin hast. Und es ist nur noch schlimmer, wenn du das zu dir nimmst. Also es dann geht tatsächlich. Du noch mehr, du hast, aber das, in der Situation ist es halt auch selbstzerstörerisch. Ja. Ja, gut, bevor du aber gar nichts trinkst. Beiß ihn eine Kakteen rein. Und mach Nudu in meine Hand. Ja, vor allem, wie hat er das eigentlich gemacht? Das möchte ich auch gerne wissen. Hat er so einen kleinen Ständer gehabt? Oder? Er hat er aus einer Kakteen gebaut. Au, 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 au. Au, it's so much, it's hurting so much. Kakteen Zero Stars. Cactus Water Zero Stars. Aber der schlimmste Tag in Nicks Leben, oder einer der schlimmsten Tage in Nicks Leben, ist dann immer noch nicht vorbei, weil jetzt attackieren die Hunde. Woher kommen die eigentlich her? Er schläft ja in diesem Wagen ein, oder? Ja. Ist ja noch diese Nacht, dieser Nacht-Tagwechsel. Ja, da hätte er sich ja auch mal in den Wagen legen. Ja, oder oben drauf, aber... Ich habe echt darauf gewartet, dass er wach wird und hat so eine Klapperschlange am rechten Arm, Skorpion am linken Arm. Dann tritt er so einen Haken rein. Eine Bärenfalle. Everywhere, anywhere. Und dann ist da noch so eine Hake drin. So ein Adler klaut ihn dann auch irgendwas aus der Hand. Vier Haken nacheinander. Ich hätte es ihm echt zugetraut. Ah, nicht dein Tag, Nick. Nicht dein Tag. Come on. Ach, ja. Aber er kann sich dann mit Mühe und Not auf dieses Autowrack da oben aufs Dach wird retten. Aber zweimal wird gebissen? Gebissen ins Bein und es ist ja natürlich nicht so gut. Ja. Ist nicht so ideal. Doof. Aber dann kommen seine Freunde, seine Superfreunde. Da muss ich halt so ein bisschen lachen. Die Kavallerie. Ja, aber also erstmal kommen Untote, glaube ich, auch noch. Und dann kommt ja dieser, also der wird, die Untoten werden weggelockt von dem Auto, aber der eine Oberkörper kraxelt dann noch so in Richtung Nick und hat glücklicherweise einen Gürtel da, den er benutzen kann, um dann seine Wunde zu versorgen. Ich finde es ja interessant, wie dann die Hunde erstmal diese Toten angreifen, weil sie denken, okay,
greifen wir einfach mal an, ja. Diese dumme Hunde. Und dann der Blick auf Nick, wie er auf diesem Wagen liegt, der freut sich ja dann so richtig. So, hey, das, yeah, war krass, das war so, also die Hunde, das so ist meine Rettung. Und das ist ja schon so ein bisschen schon ein Wirr, weil du denkst, nee, eigentlich sind die Zombies das Gefährliche, aber nein, ja, für ihn sind jetzt seine Rettung, seine Erlösung, seine besten Freunde. Und durch die er halt dann auch was zu essen, beziehungsweise auch Flüssigkeit bekommt, ne? Indem er dann an die Hundeleiche geht und sich da was reinschaufelt. Aber da isst er ja auch nicht besonders viel von, oder? Das sind doch nur so zwei, drei Bissen, ja, oder so. Ja, da frage ich mich halt auch, wie gesund ist denn das, wenn du da so rohes Hundefleisch isst oder was er da auch immer gegessen hat oder ein Stück besser da, als giftigeres Kaktuswasser, ja, wahrscheinlich. Ja, wobei so, ich mich da frage, wenn da jetzt die Zombies oder die Untoten schon dran waren mit ihren Händen und mit dem Blut und so, ob es dann nicht auch... Desinfiziert oder? Genau. Nee, ob es da nicht irgendwie eine Gefahr gibt für Nick oder, also so, Nick weiß ja noch nicht so viel über die Untoten. Dass da irgendwelche Erregerstoffe übertragen. Genau. Da hätte ich ja Angst, dass ich mich dann auch anstecke. Ja. Und Nick will ja auf jeden Fall, das ist ja auch so ein bisschen die Quintessenz dieser Episode, dass da deutlich gemacht wird, der frühere Nick suchte so ein bisschen den Tod mit dem Risiko des Drogenspritzens und dieser Nick, den wir jetzt in der Gegenwart sehen will, um jeden Preis überleben. Und er macht dann halt diese Kakteengeschichte. Er verarztet sich sein Bein und hast nicht gesehen. Ja, sucht auf jeden Fall Wasser. Er zu dem Arzt, dass er kein Problem damit hätte, sterben, wenn er gestorben wäre. Sagt er wirklich? Ich habe mich auch mal so gefragt, ja, was er alles opfert, um halt zu überleben. Aber wie egal ihm dann doch teilweise sein Leben ist, so, weißt du? Also seine Rettung. Mhm. Und das ist irgendwie interessant. Und ich meine, auch im Vorfeld wurde auch irgendwie gesagt von irgendeinem Showrunner, dass es auch viel darum gehen wird, warum Nick so sich hingezogen fühlt zum Tod an sich, aufgrund des Todes seines Vaters vielleicht irgendwie. Da hat er keine Chance mehr gehabt, ihn nochmal vielleicht neu kennenzulernen oder so, weil er dann gestorben ist durch diesen Unfall. Dass er vielleicht so, also ich würde nicht sagen lebensmüde, sondern des Lebens müde. Also dass er vielleicht nicht mehr irgendwie weiter will, aber anscheinend will er ja doch, weil die Folge zeigt ja, dass es immer weitergehen muss. Mhm. War so ein bisschen unklar. Irgendwie hatte diese ganze Apokalypse ihn ja so aus seinem Funk rausgeholt, aus seinem Loch, das er hatte irgendwie. Und er ist ja auch clean geworden dadurch und so, also zumindest zeitweise. Und jetzt ist ein bisschen überraschend, fand ich, das Ende der Folge, dass er dann irgendwie so sagt, ja, ne, er hätte auch sterben können, wäre mir jetzt egal. Aber gewesen. Das sagt er, bevor er sieht, was da auf ihn wartet, oder? Ja. Aber ich meine, die Folge spricht ja genau das Gegenteil aus, quasi. Mhm. Also er versucht alles daran, er setzt alles daran, er hätte ja auch einfach liegen bleiben können in der Wüste und sterben können. Oder mehr Kakteen essen. Oder noch ein paar Kakteen extra essen. Was ich noch interessant finde, ist, dass als Nick verletzt ist und sich sein Bein abgebunden hat und dann inmitten der Zombieherde wandelt, bildet er sich ja auch ein, dass Gloria neben ihm wandelt. Und da habe ich erstmal für einen kurzen Moment gedacht, ist das jetzt vielleicht eine Anspielung auf, Adam deutet Comicwissen an, etwas, was im Comic noch später passieren könnte oder nicht, fand ich also aus der Warte ganz interessant. Im Walking Dead Comic. Ja, da gibt es dann noch so ein Phänomen später. Aber war das die Schauspielerin von Gloria? Mhm. Die den Zombie gespielt hat? Zombie-Make-up, ja. Die eine Blonde, ja. Ja. Na, ich fand es auch ganz spannend, dass er halt zwar auch wieder smart wiederum, ich habe mich erst gewundert, wie funktioniert das, aber durch dieses Hubgeräusch werden ja diese Zombies wieder weggelockt. Mhm. Und können die Zombies das sozusagen orten, wo das Hupen herkommt, und dann führen sie ihn ja zurück zur Straße, die er ja verloren hatte. Mhm. Er nutzt ja sozusagen diese Zombieherde dann schon als eine Art Orientierung. Mhm. Also nicht nur, um sich zu tarnen, warum sollte er sich in dem Moment bei ihnen tarnen, da ist ja niemand um ihn herum. Aber wenn er bei denen bleibt, dann laufen die Richtung Hupen, und das Hupen kann ja rein theoretisch, oder kommt vielleicht von der Straße, und dann ist er endlich wieder auf dem richtigen Weg nach Tijuana. Mhm. Dass er das halt auch so nutzt, als eine Art Orientierungshilfe. Und dann natürlich, als dann der Wagen kommt auf der Straße, ist es auch eine Art, um sich zu tarnen, obwohl das auch relativ riskant ist, wie man sieht. Naja gut, was er dann macht, also da kann ich nicht so ganz... Das ist halt so... Na, das wird natürlich wieder für seinen Todeswunsch sprechen, aber dann hätte er eigentlich auch nicht die Hunde in der Reihen essen müssen. So. Also das ist halt ein bisschen widersprüchlich alles. Aber dann ist er halt wieder mit seinen Superfreunden unterwegs, sagt, jetzt rächen wir uns an diesen Muchachos und Cabron, gleich haben wir ihn. Der Plan ist schon ein bisschen... Das also, ist, ja, der das steht ist, auf sehr tönernen Füßen. Aber hallo. Ja, sag doch mal, was da passiert. Ja, er ist dann in dieser Horde auf der Straße wieder, und dann kommen die Boys von vorhin wieder. José, Pablo und Esteban. Und packen ihre Gitarren aus. Drei Amigos. fangen dann halt auf die Zombieherde zu ballern, in der Nick unterwegs ist, und er hat natürlich Glück und wird nicht getroffen. Und dann erkennt der Leader von denen, dass Nick noch lebt. Ich glaube, der realisiert es dann auch und lässt in diesem Moment seine Patronen fallen. Welch der neue Stolperer von FDWD.
Und schafft es natürlich nicht, rechtzeitig die Pistolen wieder einzusammeln, was er eigentlich gar nicht müsste, weil er könnte ja einfach in sein Auto steigen und wegfahren. Genau wie sein anderer Kumpel, der ihm nur helfen will, dann auch erwischt wird. Einer fährt halt weg. Ich glaube wirklich, einer schafft es nur, ne? Ja, genau. Und das war ein bisschen arg weit hergeholt. Also ich weiß auch nicht, warum sich die Serie und die Mutterserie beide immer wieder auf solche Szenen verlassen. Ich weiß auch nicht, was dadurch gewonnen ist jetzt. Ich meine, wir sehen Nick in seiner Zombieherde, das könnten wir auch so sehen, ohne dass er jetzt angegriffen wird und dass wir dumme Stolperer und Pistolenfallenlasser haben. Fand ich auch ein bisschen nervig. Ja, damit wird halt die Brücke geschlagen zur anderen Gruppe, die ihn beobachtet da, und um Luciana. Mhm. Und die sehen ja dann halt, dass er auch diesen Trick kann, den sie auch können, nämlich sich mit Zombie-Goo einreiben. Trick. Ja. Weil die haben aber nur so ganz leicht im Gesicht, und ich habe mir gedacht, so, machen sie das jetzt nur so ganz leicht bei ihr, weil sie so eine Schönheit ist, ne, weil sie so gut aussieht und die Schauspielerin irgendwie nicht will, dass ihr ganzes Gesicht mit Blut vollgeschmiert ist. Ob da irgendwelche Produktionsideen dahinter stecken oder. Aber die Männer waren doch auch eingerieben damit, oder? Ja. Ja, aber es war halt, weniger als ja, wenn du den Nick angesehen hast, dann war es halt komplett mal wieder in den Goo-Haufen reingesprungen. Der übertreibt es halt gerne. Es gab doch auch diese eine Folge, da war er schon mal voll eingeschmiert, dann hat er sich aus irgendeinem Grund geduscht zum ersten Mal in der Serie und dann war 5 Minuten später wieder eingeschmiert. It's Megan! Ich hätte ihm auch zugesagt, dass er sich irgendwie diesen einen Hundeleichner nimmt und dann wie so einen Hut aufsetzt. Das hast du davon, Rex. Ja, aber Nick. Und was ist eigentlich ihr MO so? Sie haben ihn ja, haben Sie ihn vorher schon mal gesehen? Sie kennen ihn ja irgendwie schon, ne? Sie waren sie suchen nach einer anderen Person. Tatsächlich nach einer anderen Person, sagt sie dann. Es ist nicht er oder so, sagt sie. Ah, okay. Und aber dann lassen sie ihn halt liegen und warten darauf, dass er in die nächste Stadt humpelt, sich nach Medikamenten umsieht. Nein, Luciana ist ja ihr ist Nick ja vollkommen egal. Das kommt ja mit diesem Gespräch raus. Also wirklich, dass sie sagt, und der eine Typ sagt ja, er ist am Sterben, er braucht Hilfe und sie, lass ihn doch. Und dann lässt sie ihn ja auch liegen und dann sehen sie sich aber in der nächsten Stadt ja wieder. Und das fand ich halt auch krass, dann kommt ja diese Regenhusche, ne, und der wird so ein bisschen gereinigt, das hat sicherlich auch wieder eine tolle symbolische Bedeutung, und dann läuft er halt los und dann sitzt noch 40 Meilen oder so bis Tijuana, so ein Schild, und mit der Verletzung, kommt er dann einen Tag später oder auch am selben Tag an. Aber ist es wirklich Tijuana oder ist es einfach nur eine andere nahegelegene Stadt? Ich dachte, es wäre eher so eine Art... Ist es schon was anderes, so ja? Berg, so ich glaube nicht, dass es Tijuana ist. Weil es da schon sehr groß ist. Ich glaube, Tijuana sparen sie sich noch auf. Diese eine Shot. Gut, wenn es das nicht ist, dann alles gut. Aber ich dachte halt schon, es ist halt körperlich wahrscheinlich nicht allzu einfach, wenn du vom Hund gebissen wurdest, nicht zu essen hattest die ganze Zeit. Was hattest du zu trinken? Gut, du hattest Hundefleisch, wo ein bisschen Flüssigkeit mit drin ist. Und Hundeblut. Ja, aber das ist schon eine ganz schöne körperliche Leistung. Aber er tapet sich das ja dann ab, was natürlich ziemlich wieder eine gute Nick ist. Oh, es geht wieder. Jetzt kann ich auch Fußball spielen. Ah. Oh, da ist Juan. Und die sagen ihm dann halt, nee, es ist nicht eine geile Idee. Und sie sehen halt auch seine Verletzung und denken halt, er wurde gebissen. Aber er muss dann halt mit seinen paar Brocken Spanisch klarstellen, nee, es waren keine Zombies. Perro. Wuff, wuff, hätte er nochmal Und die gute Lucy kennt dann tatsächlich jemanden, der sich um die Wunden kümmert und der auch Englisch sprechen kann und ihn versorgt und ein bisschen wieder auf den Vordermann bringt. Ein paar philosophische Bonbons von sich gibt. Genau. Und dann zeigt er eben den Ort, an den er gebracht wurde. Und da dachte ich mir, hey, sieht doch wieder eigentlich ziemlich vielversprechend aus. Wir haben alles, was man braucht, so Handel, wir haben gute Schutzwelle, wir haben so einen Vorbereich, wo keine Leute sind und dann so einen Bereich, wo die Kinder spielen können. Wir sind an einem Berg, wo man relativ gut geschützt ist. Also das könnte durchaus ein Ort sein, der wahrscheinlich wieder perfekt dafür ist, dass die Protagonisten da einfallen und alles zerstören. Also. Oder dass dort Kannibalen leben, wer weiß es schon. Wie lange oder ein durchgeknallter Governor. El Terminus. Ja, wir essen hier unsere Kinder. Die lassen wir aber vorher schön Fußball spielen. Dass sie schön stramm, gute Muskeln haben und so. Ja, was glaubt ihr? Glaubt ihr wirklich, dass da wieder glaubt ihr, dass die Protagonisten es zerstören werden oder dass die Leute, die dort leben, irgendwie komisch sind? Kommt dann der Rest der Gruppe durch irgendeinen Zufall da an und zerstört alles? Ich denke mal, wir brauchen wieder so eine Zusammenführung von der Gruppe, anders wird die Serie nicht besonders gut existieren können. Ja. Die werden sich schon wieder irgendwie treffen, Madison und Nick und wie heißt die Schwester? Alicia? Alicia. Ja.
das wird schon irgendwie dazu kommen. Er ist jetzt erstmal da, jetzt werden wir ihn wahrscheinlich 2 Episoden lang nicht sehen und dann kommen sie alle wieder zusammen. Ja, also ich frage mich halt noch, zu wem die 3 Amigos gehört haben, beziehungsweise der eine, der weggefahren ist, ob der vielleicht jetzt da ankommt und sagt, ey, du warst doch der, den wir eigentlich umbringen wollten, der in der Zombieherde war oder so. Ob es da vielleicht ein bisschen dann Stress gibt oder ob es nochmal eine andere Gruppe ist, einfach nur wieder Chaotic Evil, und die dann halt Stress bekommen mit dieser neuen Gruppe, bei der jetzt Nick ist. Und dann natürlich die Frage, was mit den anderen ist, also mit Madison und Strand, wie die sich dann orientieren werden. Und ganz klar, was dann noch mit Travis ist und seinem Sohn. Ne? Die eiern ja auch noch irgendwo rum. Aber ich denke und auch... Hector, Mann. Hector Schicksal. Hector, aka Daniel. ja, also... weiß nicht, aber gut, der Ort ist echt, sieht jetzt nicht so verkehrt aus erstmal als sicherer Rückzugspunkt. Ja. Die haben ja auch eine medizinische Versorgung anscheinend durch diesen Doktore. Ja. Ich finde es ja immer spannend, wenn es neue Mikrokosmen zu erkunden gibt. Und da bin ich dann auch immer gut dabei, dass man irgendwie 1-2 Episoden oder vielleicht auch mal ein bisschen länger da verbringt. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube hier, weiß nicht, mehr als 5 Episoden wird man es bestimmt nicht machen, aber ich finde es immer erstmal grundsätzlich spannend, wie sich andere kleine Taschen von Zivilisation quasi ansiedeln und irgendwie dort ihr Ding machen, und das möchte ich jetzt erstmal sehen. Und du hast ja hier anscheinend ja auch eine weibliche Anführerin, was ja auch mal wieder ganz cool ist. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass Luciana die Anführerin ist, vielleicht gibt es ja auch noch jemand, der auf dem Thron sitzt. Ach, und ja, sagt, weiß man ja noch nicht. Mal sehen. Ja, dann kommen wir, glaube ich, schon zum Fazit, oder? Rein theoretisch, ja, Wahnsinn. Ja, wir hatten halt kein Feedback. Nochmal kurz heute? Wir waren sehr kurz heute, fast so lang wie die Episode. Was? Na gut, fang doch mal an, Felix, mit dem Fazit. Fazit. Ja, ich habe es ja schon anfangs gesagt, Fear the Walking Dead löst bei mir jetzt generell nicht so große Jubelstürme aus. Ich war relativ erwartungsbefreit bei der Rückkehr der zweiten Hälfte der zweiten Staffel. Fand es dann aber auch doch ganz gut. Also ich fand die Idee, dass man Nick einzeln zeigt, beziehungsweise eine Episode um ihn herum halt aufbaut, nicht schlecht. Das hat oft gut funktioniert, ab und zu nicht so gut. Visuell fand ich es wieder eigentlich sehr anschaulich, wobei ich habe es ja auch schon erwähnt, so ein paar Sachen kommen immer ein bisschen zu gewollt rüber. Also dass sie halt ganz klar jetzt diesen Winkel haben wollen, weil das sieht einfach schön aus, und das ist mir dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber so eine Geschmackssache. Musik fand ich ganz cool, am Anfang und am Ende. Und ansonsten, ja, wir hatten es erwähnt, bei den Flashbacks war ich mir nicht so sicher von Nick, wie mir die gefallen sollen. Ich bin jetzt einfach schon ein bisschen gespannt, wie es bei ihnen da in dem Örtchen weitergeht. Es hat ja, glaube ich, keinen Namen bekommen oder so, also noch nicht. Dann wird man sehen, was da passiert und natürlich, wo sich die anderen Charaktere einfinden werden, wann die da vielleicht wieder aufeinandertreffen. Das wird man sehen. Es war ein guter Einstieg, würde ich behaupten, in die zweite Staffelhälfte. Jo, kann ich mich größtenteils anschließen. Ordentlicher Einstieg war es für mich. Ich fand so ein paar Widersprüche, die mir nicht so gut gefallen haben. Einmal weiß Nick, was zu tun ist. Das andere Mal begeht er ziemlich krasse Fehler. Das kann man vielleicht alles auch auf die Hitze zurückführen und die Diätgebung. Genau. Ja, ja. Man kann auch alles immer auf irgendwas zurückführen, wenn man unbedingt will. ja, dann die Sache mit der Herde am Schluss, die fand ich ein bisschen unnötig. Da hätte er ein bisschen... vorsichtiger vorgehen können, vor allem die Sache halt, dieser ja, philosophische Widerspruch zwischen Todeswunsch und Überlebenswillen, die, ja, ich weiß nicht, da muss man ein bisschen eindeutiger vorgehen, finde ich. Die Flashbacks fand ich soweit ganz okay, bis auf die schauspielerische Leistung von Frank Delane, die war in dem einen nicht so besonders gut, aber ich glaube, er macht sich weiter, und wenn er jetzt noch ein paar Episoden kriegt und so und öfter mal im Spotlight steht, dann wird es auch ein rundes Ding. Ich finde es relativ interessant mit dieser Schauspielersache, das fällt mir in letzter Zeit öfters auf, weil wir ja Peak TV haben, ne? Und da gab es kürzlich mal einen Bericht von Joey Dalian bei Vulture, der ziemlich gut war, sehr lange Reportage darüber, dass es schwierig geworden ist, sich gute Schauspieler zu finden für die Serien. Weil es ist einfach sowieso so schwierig, alles Alarmverträge. Genau. Also es ist auch Beleuchter. Alles, genau. Sonst also Crew und Cast und alles, überhaupt Gerätschaften. Best Boy-Krise in Hollywood und Vancouver. Wo sind die Gaffer geblieben? genau, und das fand ich interessant, und da muss man irgendwie öfters dran denken, wenn man so neue Formate sieht. Und auch, ich meine, Fear the Walking Dead hat ein paar gute Lead-Actor, aber auch so in den zweiten und dritten Reihen. Ja, da sind manche Sachen dabei. Ich fand jetzt auch diese neue Schauspielerin von der Lucy, heißt die Lucy? Ja, Luciana. Luciana, den ersten Eindruck...
fand ich jetzt auch ein bisschen flach, kann sich alles noch ändern, aber finde ich so interessant zu beobachten, dass dieses Phänomen sich jetzt so... Zumindest haben sie Juan gut besetzt. Juan forever, baby. Es ist aber schon interessant, wie stark vertreten hier so Latino-Americans sind, ne? Was in Mexiko? Ja, aber trotzdem, so, nenn mir mal eine andere Serie, wo das so stark ist, außer Jane the Virgin oder so. Ey, Christella? Ja, nach einer Staffel abgesetzt. Wir wollen ja immer wieder mehr Inklusion haben und mehr Diversität. Ja, das könnten sie sich aber auch nicht erlauben, wenn sie nach Mexiko gehen. Das wäre, also das, bis jetzt, Fear the Walking Dead hatte ja noch nie ein Problem gehabt in der Richtung. Die haben ja eigentlich bis jetzt immer gut besetzt. Ja, außer, dass immer die Schwarzen gestorben sind. Ne? Das bei The Walking Dead auf jeden Fall auch. Bei Fear the Walking Dead waren es dann auch viele Latinos. Ja, also ich bin ja froh, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, wo darauf dann hingewiesen wird und wo die Showrunner dann auch ihr Fett wegkriegen, wenn sie irgendeinen Scheiß bauen. Aber ich meine, im Filmbereich hat sich das ja noch nicht so richtig durchgeschlagen. Ich sag nur Tilda Swinton und wer war es bei diesem neuen japanischen Filmremake? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson und so. Also das kommt immer mal wieder vor, aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg bei so Sachen. Ja, ich fand die Episode auch ziemlich gut, als Einstand überraschend, weil ich ja doch irgendwie mit einer anderen Taktik gerechnet hätte, aber so Nick zu folgen, wie er sich halt da wirklich durchschlägt, hat mich ziemlich gut unterhalten, musikalische Unterlegung war gut, bildliche Unterlegung war gut, vielversprechender Ort, wo er jetzt landet und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das lösen werden, vielleicht... Naja, gut, machen wir uns nichts vor, das Ding fällt zum Ende der Staffel allerspätestens. Allerspätestens. Let's not kill ourselves, guys. Wirklich. Und ich frage mich jetzt auch, ob wir die Abigail nochmal wiedersehen werden oder nicht. Tatsächlich, weil die sind ja mit... Natürlich fragst du dich das, Adam. Die Abigail ist halt cool. Ich möchte weiterhin mit Ahoi Hoi einleiten hier in den Podcast. Alleine deswegen muss die Dritte Abigail Staffel noch bestehen zurück bleiben. Aufs Boot. Die andere Gruppe ist ja mit Auto weggefahren, also können sie durchaus wieder zu Abigail reisen und dann in See stechen. Oder vielleicht einen Hubschrauber mal. Zombies on a chopper. Zeppelin. Zombies on a plane. Mit den Blimp. Das das Beste. Die Hindenburg. Gute Episode, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe jetzt nicht unbedingt mit einer Chris und Travis Centric. Bin ziemlich sicher. Ophelia-Centric-Episode geht es genau. Flashbacks, wie Ophelia auf dem Bett liegt und in den Tag hineinträumt. Ja, bleibt uns noch was zu sagen? Ah ja, alle Kakteen-Experten, falls wir irgendwas super falsch gesagt haben, schreibt uns bitte eine E-Mail an podcast@segenjunkies.de. Kakteen.de. Und empfehlt uns doch ein paar Kakteen, die man bedenkenlos essen kann. Schickt uns Kakteensamen. Wir machen eine Live-Probe demnächst im Stay in Junkies Podcast. Aua. Wir haben alle so Topflappen an, versucht Kakteen zu zerbrechen. Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Bevor man die Kakteen, falls man die Ausrüstung dazu hat in der Wüste, die kann man nämlich auch essen. Bevor man die isst, soll man sie rösten, damit die, die Stacheln abgehen. Und sie weich werden. Also weil man Röst-Equipment dabei hat. Was jeder dabei haben sollte, wenn er in der Wüste verloren geht. Dann kann man sich dabei helfen. Oh, ich habe so Durst. Absolut, glaube ich, mein Röstwerkzeug dabei. Nie ohne Röstwerkzeug in die Wüste. Ja, Kommentare, Anmerkungen und so Kram könnt ihr uns entweder auch an podcast@segenjunkies.de schreiben oder unter den Artikel hinterlassen oder bei YouTube. Ihr findet uns bei Twitter und teilweise auch bei Instagram. Dich findet man? Bei Twitter unter dem Handle @JohnFerrari. Und dich? Yo, ich bin bei Twitter unter MaxDielecht. Ich bin Awesome Arndt bei Twitter und Instagram. Folgt mir für die geilsten Haribo-Bilder, die ihr jemals gesehen habt. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.